Willkommen zum historischen Rundwanderweg durchs Bielertal mit dem Thema Spuren der Vergangenheit. Der Weg startet am Parkplatz in Geisling am Pocher und geht der Bühler entlang Richtung Kreffelbach. In Kreffelbach geht es dann rechts weg vorbei an Hopfach durch den Kressenwald hoch Richtung Schmerbachklinge. Hier kommen wir an der historischen Peterskirche vorbei, die in Rheinsberg liegt. Von da aus geht es dann direkt weiter durch die Schmerbachklinge über Otterbach nach Bielerzimmern zurück zum Geisling am Parkplatz. So, von hier aus Kreffelbach 1,8 Kilometer. So, jetzt sind wir da raus aus Kreffelbach. Geht's weiter Richtung Schmerbachklinge. Ja, schon leicht zugewachsener Weg. Ganz schlüssig, ob es jetzt hier runter geht oder da hoch. Ja, gemischt Track müsste eigentlich hier runter gehen. Folgen wir mal dem Track. Den gibt es übrigens auf der offiziellen Seite. Ich werde euch das nachher unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch den GPS-Track runterladen und den Weg danach gehen. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mal richtig auf Spuren der Vergangenheit. Also, passt. Ich habe keine Ahnung, ob der Track hier normalerweise überlaufen ist oder nicht. Oder ob hier viele Leute unterwegs sind, das weiß ich leider auch nicht. Aber bis jetzt habe ich noch nicht viele getroffen. Oh, alles war Spinnweben. Sonnenblumen fällt voraus. Schade, dass man hier mit der Drohne nicht fliegen darf. Sonst hätte ich jetzt ein paar echt geile Aufnahmen gemacht. Oder versucht, ein paar echt geile Aufnahmen zu machen. Aber hier ist gerade die Schneise vom Flughafen von Schwäbisch Hall. Da ist nichts mit Fliegen. So, hier geht's runter. Auch gut ausgeschildert. Hier hängen auch die Schilder überall. Also sehr gut beschildert. Kann man sich auch ohne Track bis jetzt kaum verlaufen. So, jetzt sind wir aus dem Kressenwald raus von da hinten. Und kommen im Prinzip, wir sind die Kreffelbacher Steige hochgegangen und laufen jetzt weiter Richtung Asbach zur Schmerbachklinge. Die ersten 5,5 Kilometer haben wir schon rum. Jetzt sehe ich aber gerade auch, dass der Weg eigentlich woanders lang gegangen wäre. Und zwar hier hinten entlang. Das da
an der Waldkante entlang. Ich bin jetzt aber versehentlich auf dem Weg hier gelaufen. Aber die Wege kreuzen sich jetzt gleich da vorne wieder, von dem her ist es nicht so schlimm. Also vom Prinzip her wären wir eigentlich hierher gekommen, hinten am Wald entlang. Und sind halt jetzt den Straßenweg gelaufen. Laufen jetzt aber gleich hier weiter. Das erste Wildtier, eine Katze auf der Jagd, gemeingefährlich, und wir wurden entdeckt. Oh, jetzt ist er weg. Tja, nur aufpassen, dass er jetzt da hinten nicht auf uns lauert und mich dann anspringt. Weg ist sie. Glück gehabt. Hätte auch böse ausgehen können. Wenn er noch keine Zecken hat, kriegt es auf jeden Fall hier, wenn er kurze Sachen anhat. Immer dem Kettensägengeräusch nach. Immer gut mitten im Wald. Und hier wäre es mit dem Mountainbike ganz cool gewesen. Ich weiß nicht, ob man es schon sehen kann bzw. hören kann, aber das Geplätscher da kommt von der Schmerach. Wir laufen jetzt gleich in die Schmerachklinge ein. Aber schön Krach machen, damit einen die wilden Bären hören und nicht überrascht wird. So, jetzt geht's wieder raus aus der Schmerachklinge Richtung Asbach. Natürlich kann man auch die Klinge weiter entlang laufen. An der Schmerach entlang. Das ist ein sehr schöner Weg, kann ich nur empfehlen. Aber der offizielle Weg geht jetzt hier hoch Richtung Asbach. Die Burg oder das Schloss war eigentlich hier, aber man sieht eigentlich nicht mehr wirklich was, außer ein paar Grundmauern. Von dem her so, irgendwie sieht man gar nichts mehr. Zurück auf dem Weg. Hab die Burg oder die Teile davon immer finden können. Ist wahrscheinlich einfach schon zu verfallen.
So, da drüben waren wir vorhin. Jetzt sind wir einmal die Schleife gelaufen auf dem Schlossweg. Jetzt geht's wieder abwärts. So, jetzt laufen wir wieder an der Schmerach entlang. Allerdings oberhalb. So, jetzt sind wir schon ziemlich genau bei der Hälfte von der Strecke. Bei 12,5 Kilometer. Haben jetzt schon 349 Höhenmeter hinter uns. Kommen noch 208. Ich denke mal, ich werde jetzt dann mal kurz eine Pause machen, was essen. Bevor es dann weitergeht. Ich persönlich für meinen Teil hätte die Strecke anders gestaltet. Ich wäre lieber an der Schmerach entlang gegangen. Hätte diesen Bogen auf dem Schlossweg ausgelassen, aber ist natürlich ein historischer Weg. Deswegen hat es sicherlich seinen Grund. Hier gäbe es auch einen Grillplatz, in dem man einkehren könnte. Jetzt kommen wir hier gleich zum Parkplatz der Klinge. Hier kann man natürlich parken und auch diese Klinge einfach Single gehen, sozusagen, ohne den kompletten Weg laufen zu müssen. Der Oberschäffach, da wird man jetzt vermutlich komplett durchlaufen mit dem Jagstal. Tatsächlich ein Stück nach einer Straße lang. Ja, hat gerade so prickelnd gelöst. Aber gut. Das Stück ist ja nicht allzu weit. Jetzt gleich wieder rechts weg. Also war noch ertragbar. Das sind noch knapp 10 Kilometer. Ich werde mich jetzt allerdings mal tatsächlich kurz hinsetzen und endlich was essen, sobald es sich hier irgendwo ergibt, platztechnisch. Laufen wieder ein Stück nach Berg hoch. Und dann müsste man fast schon die meisten Höhenmeter haben. Zumindest also die letzten, besser gesagt. Aber bisschen blöd, weil hier gibt es keine Wegweiser. Da lang, da lang und da lang könnte man theoretisch laufen. Muss aber hier in dieser Kabelung geradeaus weiter. Und hier auf dem Feldweg dann bleiben. Richtung der Bundesstraße da vorne.
das kein Luxushühnerstall ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich mich auf die Bank draufsetzen und den Rest zurückrollen. Geht's hier nur noch bergab? Wäre ja eine geile Sache. Hier nochmal beschildert. Also bis jetzt eigentlich, bis auf eine Stelle, war das durchweg gut beschildert. Und mit dem Track, das ist sowieso gar kein Problem. Also, oder wenn man eine Karte mit dabei hat, kann man sich hier eigentlich nur ganz, ganz schwer verlaufen. Auch witzig ist, wenn man sich jetzt den Rest hier so anguckt, diese Reststrecke, könnte man gerade meinen, man muss die Klippe runterspringen, so steil wie das da auf einmal abgeht. So, jetzt sind wir hier am anderen Ende der Glöffelbacher Steige. Hier kommt man im Prinzip hoch, immer Richtung Halbe, bis wir noch die Straße queren. Und dann geht es wieder runter nach Geisbach zum Parkplatz, die restlichen 3 Kilometer. Sehen kann, auch die Leute hinten. Das ist der Fernsehturm, beziehungsweise der Funkturm in Waldenburg. So, da vorne ist die Kochertalbrücke. Jetzt sind wir gleich wieder da. Jetzt geht es nur noch runter. Jetzt geht es hier runter. So, jetzt ist der Weg auch fast zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da. Falls nein, macht es trotzdem. An sich würde ich jetzt mal sagen, ist das eine ganz entspannte Route, die schön übers Land führt. Aber auch leider ein paar Stücke an der Straße entlang. Man hört auch permanent immer so diese Autogeräusche. Das ist halt ein bisschen, nimmt irgendwie so die Entspannung oder die Ruhe raus, sage ich jetzt mal. Aber am besten macht sich jeder selbst ein Bild davon. Und ja, somit sage ich dann ciao, bis zum nächsten Mal.